Hey Leute, was geht? Wir sind wieder in Notruf Hamburg und heute mal wieder als Polizist unterwegs, nämlich als Undercover-Polizist. Es macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Und ich muss eben kurz, ganz kurz die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Irgendwie ist das ein bisschen zu laut. So, schon besser, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es leiser jetzt. Nämlich als Undercover-Polizist, wir müssen eben kurz unsere MP5 nachladen gehen. So. Und wieder schön undercover. Das hat mir beim letzten Mal echt viel Spaß gemacht. Und zwar nehmen wir uns hier. Ne, den nicht. Der ist, ich will, ja, weiß nicht. Also den will man irgendwie auch nicht haben, oder? Also ich meine, 160 km/h. Da ist halt Anfängerauto schneller. Nee. Also ich habe mir ja immer jetzt hier. Was gibt's noch so? Also der Q5 sieht ja echt geil aus auch. Ne, BMW sowieso hier. BKM. Und dann nehmen wir mal den A6 hier, ja. Der ist nämlich echt nice. Ne? Der ist auch schön schnell und sieht auch schön aus. Und wir machen wieder unsere Routine-Patrouille, ja. Das heißt, wir fahren erstmal zur Bank. Schauen erstmal, ob unser Handy rein ist am besten, ne? Fünf Polizisten. Ach so. Na, da dreht einer direkt am Rad hier. Bla bla, du, Hosen, ich hab eure Mutter. Bla bla. Na. Slinlo und Schatzi Maus, ja. Werden gesucht. Das ist ein Träumchen. Und bei der Bank höre ich Schritte schon. Ist da jemand drin, der irgendwas Böses machen will? Hallo? Wir gehen mal ran und schauen uns das mal an hier. Ares wird ausgeraubt, doch nicht. Wir schauen doch nicht rein. Nochmal Glück gehabt. Wenn er jetzt eine Bombe platzieren sollte, hat er mal Glück gehabt. Okay, ist eh grün. Ja, wir versuchen, so wenig wie möglich unsere Sirene anzumachen. Wir fahren erst so zur Ares-Tankstelle lang. Oh Gott, ich muss wenden mit dem Gaul hier. Schatzi Maus 2805, der ist das wahrscheinlich. Hamburg, Hansestadt Hamburg, SR06. Aha, da. Der war das doch bestimmt, oder? Im gelben Auto. Der fährt zum Werkzeugladen, Leute, oder? Nee, doch nicht. Das ist der bestimmt, aber. Oder wer macht. Also, aber wer ist auch noch im Werkzeugladen? Da haut einer gegen. Guckt euch das mal an, Leute. Auf Frischer hat ertappt. Da gehen wir jetzt mal ganz schnell hin jetzt hier. So, Taser an Hand nehmen. Hände hoch hier. Na, so nicht. So nicht. Nicht mit mir hier. So, ab erstmal auf den Beifahrer. Wir machen die Sirene jetzt erstmal an. Ich weiß zwar nicht, was der Polizist da vorhat, aber ja, Leute, ihr seid zu spät, Leute. Ich hab den auch schon. Der braucht schon nicht in die Karre reinfahren. Jetzt kommen sie alle an, da. Ich bin zu spät schon. Ja, wir machen unser Blaulicht an jetzt. Dürfen wir es ja, ne? Wir sind ja erstmal halb undercover unterwegs, aber wir müssen den ja in den Knast bringen. Da können wir schon mal unsere Tarnung auffliegen lassen. So, was macht denn die wieder hier? Falsche Seite. So, gehen hier lang. Abkürzung. Zack. Okay, auch schon SWAT unterwegs hier. Oder bist du der SEK, besser gesagt? Ne, SWAT ist ja Amerika. So, Handschellen, mitkommen, Kollege. Ab in dein neues Zuhause. Ja, sehr gut. Wer ist das? R48P03. Was hast du vor, Kollege? Was wird das? Will er mich verarschen, was? Boah, Leute. Ja, wow. Wenn die Leute keine Hobbys haben, dann, naja, machen die so eine Kacke. Das ist ja ein ganz lustiger. Den fahre ich erstmal eine Karre rein. So. Nochmal eine Karre reinfahren. Mit seinem Tourismus da. Ich habe das Gefühl, dass der mir jetzt hart auf den Sack gehen wird. Aber richtig hart. Ja, oder auch nicht, der kann nicht mal fahren, kann der. So, wen haben wir denn hier so? CC12? Nee, der nicht. Okay, ist das der Polizist, der schießt, oder wer ist das? Das ist ein Polizist. Warum schießt du? Auf welchen Server bin ich wieder gelandet hier? Ich sag mal nichts dazu. Auf jeden Fall haben wir wieder neue Verbrecher zu bekommen hier. Ne? Ich glaube, das ist ein Undercover, ne? Glaube ich. Kann es sein? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht jetzt. Wir schauen nochmal bei Ares vorbei, aber gut, da ist ja, glaube ich, erstmal nichts. Also, ich bin die Mutter gerade ausgeraubt. Kann ja nichts sein, eigentlich. Nee, da steht sein Auto noch hin beim Werkzeugladen. Nee. Alles sauber hier. Ich habe das übrigens auch mal gesehen, als ich privat gespielt habe. Da war irgendwie um 2 Uhr nachts. Das waren alles irgendwie Engländer und Spanier und keine Ahnung was. Aber die hatten einen geilen Trick. Die haben hier nämlich, die haben sich hier so Polizeiband genommen, haben das hier erstmal voll gemacht. So ganz viel erstmal. So richtig übertrieben viel. So ungefähr und dann so und dann hier noch irgendwie so und dann so. Und dann haben die einfach hier so Stopsticks drin versteckt. Also genau halt irgendwie. Ah ne, hä? Ach so, ich bin zu nah an meinem eigenen Auto wahrscheinlich, wa? Weil man kann die ja extra nicht so weit was sein. Genau, dann haben die irgendwie so Stopsticks nur halt so versteckt, dass man die gar nicht sehen konnte. Irgendwie, ja gut, so sieht man die halt wieder, ne? Aber wahrscheinlich irgendwie sich. Besser wäre es so. Und dann halt irgendwie mit die halt irgendwie so. Keine Ahnung. Ich lasse es einfach mal. Mal gucken, ob einer reinfährt. Ja, wir können dann mal schauen. Die Folge hat ja gerade erst angefangen. Würde mich mal interessieren, ob da einer reinfährt. Ich bin da zumindest mal reingefahren. Ne? Ich habe gedacht, ja, was soll der Scheißen da eigentlich mit dem ganzen Band. Oh, wir können noch ein bisschen verstecken noch. Also, wir machen hier unten noch einen. Ganz unten hier so. Da so irgendwie. Geht das? Ach, wir haben kein Band mehr. Wir haben kein Band mehr. Müssen wir hier einen abmachen vielleicht? Und dann ganz unten hier so. Da so. Ja, genau. Und dann machen wir den irgendwie so. Und so sieht man das gar nicht dann. Ne?
Mal gucken, ob man da reinfährt. Ich hoffe mal, ich breche hier keine Spielregeln, ne, vom Spiel. Das wäre scheiße. Aber ich glaube nicht. So, wer bist du hier? Hallo? Was geht hier ab am Gefängnis? Okay. Wir versuchen schon eine Flucht da mit der Leiter oder was? Auf jeden Fall haben wir auch einen Server mit schnellen Fahrzeugen hier. Das ist nicht so gut, weil da können wir nicht gegen an. Okay. Ja, übertreib. Ja, übertreib. Ja, übertreib noch mehr. Wenn er. Fährt er mir noch hinterher so? Fährt er mir hinterher? Nee. Ja, die übertreiben wir richtig hier wieder. So, was geht denn hier ab bei der Bank? Also irgendwas stimmt auch wieder nicht hier, oder? So viele Fahrzeuge für der Bank. Wir gehen mal rein und gucken uns das mal an hier. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ein Container auf dem Schiff, okay. Nee, hier ist nichts. Theoretisch hätte ich auch eigentlich meine Überwachungskamera benutzen können. Na, ne? Die hätte man ja als Polizist, aber na, denkt natürlich keiner dran. So, ein Schiff, also auf dem Container auf dem Schiff, bla bla. FA, also HH, FA 63. Oh nein, oh, jetzt wurde ich auch noch geblitzt wieder. Es gibt wieder weniger Geld für mich, aber man, oh Mann. Ja, das ist immer das Problem, ne? Wenn man immer als Polizist. Ja, fahr nur noch gegen. Sehr gut, ne? Hier ist wieder ein Profi am Werk, kennt man ja. FA 63. Mal mit dem hier. Ich soll noch geblitzt werden. Der wird es wohl gewesen sein, der gerade den Container ausgeraubt hat. Deswegen FA 63 müssen wir mal im Auge behalten. Schauen wir uns erstmal an, was hier los ist überhaupt. Ob die Karre da noch steht, da steht irgendwie was. Oder war es ein Blitzer, weiß ich gar nicht. Ne, das war die Karre, oder? Das war die Karre doch safe. Weil da steht zwar auch ein Blitzer manchmal, aber ne, das ist die Karre doch, oder? Wer ist das? WS? Ne, WS. Doch, WS. Du bist gesucht, Kollege. Hallo? Wo fahren Sie hin? Ist das ein Elektroauto oder sowas irgendwie? Ich hör gar nicht das Geräusch so. Hä? Was macht er denn da? Oh, ich Idiot. Was ist sein Plan da jetzt? Okay, zwei platte Reifen hat er. Fahren wir mal weiter hinterher. Verfolgungsjagd, die liebe ich ja. Ich liebe Verfolgungsjagd. Was ist die Mehrzahl von Verfolgungsjagd? Verfolgungsjägde oder auch Jagd? Okay, was macht er da jetzt? Ist er im Wasser reingefahren? Nein, nicht ich auch. Oh nein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Oh Gott, er ist gelieft auch noch. Oh nee, ne? Och nö. Och nee, mach keinen Scheiß hier. Komm bitte, bitte raus da, bitte raus. Bitte gehen Sie raus. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Hallo, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt hier, ne? Irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ne? Kann das sein? Kann ich springen irgendwie hoch? Nein! Ich schieb das immer mehr ins Wasser rein. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Nein! Karre versenkt auch noch hier. Mitten im Einsatz Karre versenkt. Das gibt's nicht, ey. Darf's da keiner zählen hier. Oh, nö. Taxi, hallo? Hallo, Taxi? Da, 200 km/h fahre ich hier. Im Wasser. Nicht schlecht. Tretboot. Ach nee, das ist doch Käse jetzt hier, oder? Komm, komm da raus. Komm raus da jetzt. Mach keinen Scheiß. Hallo? Bitte kommen Sie raus da jetzt. Wenn ich da irgendwie volle Pulle gegenschwimme, würde ich so voller Kraft. Dann passiert da auch gar nichts, ne, irgendwie. Hallo, guck mal, du hast doch schon da den Boden berührst oder irgendwie, oder? Naja, ich glaube, ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder, ja, werde ich direkt abschleppen wollen, nämlich direkt hier, ne, so nicht mit mir. Und da schreibt einer direkt, roter BMW M5. Rot M5 BMW. Was ist denn ein roter M5 BMW? Wie sieht das aus? Ist ein Criminal. Der ist nicht kriminell, aber warum sagt er es dann? Hä? Verstehe ich das nicht. Verstehe ich echt nicht, aber egal. Wir sind nochmal auf einen neuen Server gegangen, ja. Ich habe mein Auto versenkt. Keine Chance gehabt. Ja, da konnte ich nichts. Okay. Der Werkzeugladen, Leute. Aufpassen, aufpassen. Ist das wohl überhaupt ein neuer Server? Weiß ich gar nicht. Beispiel ist das doch der gleiche wieder. Kann alles sein. Wer? Wer hat mich geblitzt hier? Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Oh, ey. Ihr Penner, ey. So, aus dem Weg da, Kollege. Ach nee, jetzt kommt da auch noch der scheiß Zug hier, ey. Oh, schnell, 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 schnell. Wir müssen nach Ares. Ares. Hallo? Wer ist da? Hände hoch hier, Hände hoch. Oh Gott. Nein. Nein, ich hatte ihn. Ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn echt fast. Nimm deine Polizeikarre. Nicht auf mich schießen. Oh, ich habe doch so einen Stopstick dabei. Siehst du das nicht? Okay, Leute, hinterher. Aber bitte nicht blockieren. Ich habe ein schnelleres Fahrzeug, ja? Sehr gut. Ja, sehr gut. So, haben wir das gleiche Auto? Haben wir das nicht Auto? Okay. So, wie kriege ich dich ausgebremst jetzt? Er leckt auch ein bisschen, kann es sein? Er ruckelt. Er hat mich irgendwie zur Seite geschoben, wie auch immer. Wow, er ist direkt weg, oder was? Er hat mich zur Seite geschoben und ich habe ihn aus den Augen verloren. Das ist sehr gut. Oh, ey. Hallo? Hallo? Ne, das gibt's nicht. Der ist uns entwischt. Oh, Mann. Das ist ja Käse jetzt. Das Käse ist das. Er macht wieder eine Leckparty da. Er bewegt sich eine Millisekunde. So, der Juwelier wird ausgeraubt hier, aber sowas von. Dann gehen wir zum Juwelier halt, ne? Wenn wir den schon verpasst haben, dann gehen wir halt zum Juwelier. Da ist auch noch ein Polizist. Oh, schnell das Blaulicht hier anmachen. Hallo? Ja, geh mal schön rein da. Okay, alle Reifen platt. Sehr gut. Gas and go. Egal, wir haben keine Zeit, ein bisschen her auf jeden Fall. Der hat schon mal alle Reifen platt. Der ist schon mal in jeden Stopstick reingefahren. Wir sind in den einen da ist reingefahren. So, der kann eigentlich gar nicht mehr richtig fahren. So, jetzt. Oh, Mann. Was machst du denn? Nicht meine Karre aufbocken. Ich brauche die Karre noch.
Okay, Leute, jetzt weiter geht's. So, Taser annehmen schon mal. Der kann ja kaum fahren eigentlich noch. Also der kann ja unmöglich irgendwie jetzt weiterkommen. Da ist andere Gesuchte. Habe ich ihn nicht getroffen? Ärgerlich. Ärgerlich, war ich doch zu hoch, ey. Okay, sehr gut. Jawohl. Ja, gib ihm. Jawohl. Hier, ich... Nicht drauf schießen. Nee, nee. Mann! Wieso treffe ich das nicht? Hallo? Alter, was passiert hier? Wie viele Polizisten? Ja, schieß auf mich noch, Alter. Das ist ja richtige Verfolgungsjagd hier, aber richtig. So, den drängen wir ab jetzt hier, den Kleinen hier. So, stehen geblieben, stehen geblieben. Bleiben Sie stehen. Flucht ist sinnlos. Oder zwecklos. Okay, er bremst. Okay, jetzt hinten zumachen. Oh, scheiße, schade. Jetzt, hier ging das Stoppschild irgendwie gegen die Ampel. Was ist das denn? Wieso schiebt er mich wie so ein Sack Mehl hier? So, jetzt haben wir ihn endlich, ey. Alter, ey. Puh. So, danke euch, Leute. Ich bringe ihn ins Gefängnis. Danke fürs Mitmachen. Nicht so ungut. So, dann fahren wir ihn auch direkt mal in das Gefängnis. Na, aber nicht das hier, die wahrscheinlich. Genial, einfach nur. Einfach nur genial. So, hier festnehmen. Das war's für dich, Kollege. Matayutsu, oder wie auch immer du heißt. So, in der Zeit haben wir schon viel verpasst. Gas and Gold, Stangtelle, Verkaufsautomat. Wer wird gesucht denn überhaupt hier eigentlich? Misha Grauer. Sosiska. Ach, das ist der Kollege da, den wir verfolgt haben und verloren haben. Der wird ultra gesucht, also 5 Sterne. Scrappy, Anschmackes und Gigajan. Okay, es wird hier geschossen. Von oben? Von oben, Leute. Ist irgendwo eine Leiter da? Seht ihr irgendwo eine Leiter? Okay. Ich hätte, glaube ich, Stopsticks lieber machen sollen, oder? Oh. Ja, geh mal zum Juwelier. Der ist schon längst weg. Okay, hier lang ist er irgendwie. Wo ist er dann lang? Ist er rechts lang oder links lang? Okay, er ist rechts lang angeblich. Nee, er weiß auch nicht, wohin. Nee. Oh, Mann. Ja, ich hätte, glaube ich, echt lieber einen Stopstick ansonsten, anstatt den zu schießen. Ich glaube, das macht sowieso wenig Sinn, auf Auto zu schießen. Meiner Meinung nach. So, dann müssen wir langsam unsere Sirenen ausmachen wieder, sonst, der wird auch gesucht, kann es sein, oder? Der wird doch auch gesucht, oder? Wird der gesucht? Was ist das? Alter, was ist mit manchen Leuten einfach so los, ey? Was ist denn? Die schieben mich weg, als wäre es einfach nur so ein Blatt einfach. Geh mal hinterher da. Ja, hub mal nicht. Ach, wird der überhaupt gesucht hier? Nicht, dass er gar nicht gesucht wird, ne? Wir fahren da ganz hinterher. Das gab's auch schon mal. Da habe ich zwar nicht aufgenommen und sowas, aber es gab's tatsächlich auch schon mal. Nicht, dass wir jetzt... Aber die fahren auch hinterher. Da muss der ja gesucht. Ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ich habe ab. Ich habe da kein gutes Gefühl hinter. Günther? Nee, bei. Ja, da kannst du die Sirene wechseln, wie du willst, ja. Wir gehen erstmal das Auto reparieren, ey. Oh, Mann. Da ist nix gut heute. Nix gut. Okay, Abschlepper. Also, gesucht haben wir auf jeden Fall genug erstmal. Würde ich mal behaupten. Obami, sein linker C. Okay. Ich muss aber aufpassen, nicht, dass ich irgendwelche falschen Sachen vorlese, ey. So, wer bist du? Bist du gesucht oder sowas? LR. LR? Nee, du bist nicht gesucht. Du bist ja harmlos. Helped. Yannick Gamer, der helped. Ja, helped. Da kann ich leider nichts machen, nur. Ich glaube, du liegst am Boden, ne? Ja. Kann ich leider nichts machen. Oh, jetzt ist unsere schöne Barrikade weg. Stimmt ja. Warte mal, ich mache das nochmal neu, Leute. Ich mache hier nochmal schön eine. So ein Stopstick da. Und hier. Und dann machen wir mal undercover schön hier wieder eine Polizeiabsperrung ganz unten. So. Hier so. Und dann machen wir einfach hier so. Und dann machen wir hier so. Und dann da so. Ey, das ist doch genial, oder? Das sieht doch keiner, dass da Stopsticks liegen. So. Den Krankenwagen lassen wir durch. Aber ansonsten. Jeder, der da durchfährt, da kriegen wir eine Meldung dann eigentlich. Da kommt doch schon einer, oder? Der im Grün, oder? Nee, doch nicht. Was macht denn der da unten eigentlich? Aha. Macht der da einen Teufelskreis? Oder was ist das da? Oder irgendwie ein Ritual aus dem Barken? Man weiß es nicht. Wir tun auch noch zur Ablenkung ein paar Barken rein einfach hier. Warte mal. Haben wir auch noch hier so. Hier so zur Ablenkung einfach. Keine Ahnung. So, zack. Ja, der nächste, der reinfährt, der hat einen Autoschaden. Beziehungsweise einen Reifenschaden, besser gesagt. So, Ares schon wieder. Schon wieder Ares, ey. Der arme Ares, der wird auch nur ausgeraubt immer. So, jetzt fahren wir da erstmal hin, wa? Oh, oder nicht? Oh, doch. Police of a Go-Tume. Go-Tume ist tot. Besser gesagt, ist am Boden, besser gesagt, ne? Wir wollen da nicht mal vom Schlechten reden. So, der ist schon weg, okay. Ist das der Kollege? FB? Der wird gesucht. Ist da jemand drin? Hallo? Hä? Okay, der war einfach in sein Auto drin und keine Ahnung. Der war wahrscheinlich gerade irgendwie auf Klo, ne? Oder irgendwie sowas, dass er nicht am Handy, am PC, wie auch immer war. Aber ist gut für uns, weil du kommst jetzt in den Knast, ne? Du kommst in den Knast. So, meine Barrikade ist immer noch hier, sehr gut, ja.
Da muss nur einer reinfahren. Einmal ganz kurz reinfahren nur. Dann haben wir schon, wir bekommen direkt hier so eine Meldung. Und das ist perfekt. So, du kommst erstmal in den Knast rein hier. So, zack. Die Tür können sie auch mal ein bisschen breiter machen, ja. Wenn man hier mit einem Gefangenen durchgeht, bleibt man meistens mal stecken. So, wir machen die Sirene wieder aus hier. Und jetzt Quick heißt. Was ist denn Quick Heeses? Was ist Heeses? 2M5 Dunkel ist böse. Quick Heeses. Heeses? Heeses? Keine Ahnung, Alter. Ich bin ja auch kein Englisch-Profi, aber Heeses. Oder Heeses hier? Oder hier? Hier ist hier? Oder. Ach, egal. Egal, wir fahren dann mal gucken. Ja, wir gehen mal einmal kurz schauen, was da los ist. Ne, da sind die doch, oder? Die beiden, die wir suchen. Warte mal. Das sind die beiden, oder? 2M5. Schwarz M5. You lost. Ich hab nicht verloren. Ich hab die beiden Kollegen. So, der leckt. Der kommt erstmal dran hier. Der leckt nämlich. Und jeder, der leckt. Alter, der schiebt mich. Der schiebt mich einfach weg. Was ist denn da los ey, mit dem? Erstmal gucken, ob sein Kennzeichen ist. Warte mal. Also, ja, ich muss leider Sirene machen, weil ich habe keinen Bock, einfach wieder Punkt zu bekommen. Warte mal, das ist gut, ey. Das ist gut. Nein, doch. Nein. Oh, nein, ja, nein. Vielleicht doch. Stehen geblieben. Ja. Ich habe den nicht in der Hand gehabt. Ich habe gedacht, ich habe die automatisch in der Hand. Egal, nein. Der ist ein bisschen schneller als wir, glaube ich. Das ist blöde. Das ist echt blöde. Kommen wir gar nicht hinterher richtig. Wie kommen wir an den dran? Der muss halt einen Fehler machen beim Fahren. Und wir dürfen keinen Fehler machen. Das ist irgendwie, muss irgendwie so sein. Hier machen wir schnell die Sirene an nochmal. Da jetzt. Doch nicht, nee, war zu spät. Doch jetzt. Ja, sehr schön. Ja, beide. Alle, nee, drei haben wir, ne? Ja, drei. Jawohl, Alter, das ging gut. Das war richtig gut jetzt gerade. Wow. Das war nicht schlecht. So, du kommst hinten ran und ab ins Gefängnis mit dir. So, da haben wir den nächsten Übeltäter. Das war echt nicht schlecht. Also da lobe ich mich mal selber für, ja. Eigenlob stinkt zwar, ja. Kennt ja jeder, aber da bin ich gerade echt stolz, dass das so gut geklappt hat jetzt. So, der nächste bitte. Hereinspaziert ins Gute. Ist der aus? Ne, der ist nicht raus, kann ich schon sagen. Ja, nee, du klaust mir den nicht. Das ist meiner. Du Hulk. Der in grünen Arm. Was machst du da? Da wird geschossen, Leute. Taser in der Hand nehmen schnell. Stopstick. Nein. Oh Mann. Och nö. Oh nö. Der Plan war so gut. So, für. Ja, sehr gut. So muss das wieder. Bin ich in den Rutschen geraten. Da lag wohl eine Bananenschale auf Straße rum. So, wo ist der jetzt hin? Ist der mir entwischt? Hä? Der war doch hier gerade nicht. Der hat mich doch wieder veräppelt hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch. Sind meine Barken überhaupt noch da? Sind die überhaupt noch hier? Ist die Frage. Naja. Boah, die sind weggegangen irgendwie. Egal, wir machen wieder welche rein da. Ne? Du passt da auf, Kollege. Kollege Schnürschuh. Ja, passt du mal schön auf da? Da hinten, der macht das genau das gleiche. Sehr gut. So haben wir vier noch, vier Leute noch, so irgendwie, ja, diese Verkaufsautomaten, ja, ist auch am Arsch der Welt, ey. Ja, sorry. Entschuldigung, lieber Krankenwagen. Wir müssen warten auf den Einsatz irgendwie, oder, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das, wer ist das denn da? Wer bist du? CA, fahr mal geradeaus durch, Kollege. Okay, du bist safe. Da wird geschossen. Leute, wir müssen da ganz schnell ein Blaulicht anmachen und wir müssen da unbedingt hin. Aus dem Weg. Wo wird hier, ach, da ist er, unser Kollege. Mann, wieso kann ich nicht setzen? Das regt mich wieder auf hier. Krieg ich wieder Stopstick. Da ist mein Stopstick durch. Ja. Oder? Ja, doch, dahin ist der. Dahin ist der, Leute. Der ist durch die Stopsticks durch. Ja, wie geil. Hinterher, nein, nicht. Wenn ich einen aufpassen. Ich muss da hinterher, Leute. Der ist sowieso kriminell. Der hat unsere Kollegen umgebracht. Ja, okay. Dann rutsch erstmal. Er fliegt 3000 Kilometer weit weg, ist klar, ey. Ja. Ja, du kannst nur geradeaus fahren mit dem Plattenreifen. Sobald du lenkst, dann bist du am Arsch. Kann ich mal behaupten. Ja, wie er auch noch über die Steine kommt, ne? Ist klar, natürlich. Ja, okay. Es war ein bisschen dumm von mir, glaube ich. Hat eh nicht geklappt. Man kann es ja mal probieren. Okay, er geht. Okay, warte mal. Er geht da rein. Du kannst nicht unendlich. Ich habe Energy Drinks. Ich hab Energy. Wieso hat das nicht gezählt, Leute? Ich brauche Energy Drink. Wo ist der hin? Der ist entkommen. Leute. Der ist da hinten. Ach man, Leute. Ja, Hub. Ich sag's nicht. Ich wollte ihn eigentlich voll wegbeleidigen, aber nee. Ich bin da nicht so einer. So, wo ist der jetzt hin, Leute? Der muss auf jeden Fall. Scheiße, nein. Ist der wirklich entkommen jetzt? Aber der muss eigentlich zum ADAC wieder. Der hat ja platte Reifen. Er muss. Er wird da hundertprozentig auch wieder hingehen. Das heißt, im Umkehrschluss, dass wir ihn auflauern, oder? Lauern wir ihn auf? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was machen wir da, Leute? Da ist er. Ja! Den geblieben. Ja, wir haben ihn. Den Misha Garo.
So, das war's für dich. Das ist... Oh, ist er abgehauen? Oder warte mal, hey, nee, ist einer in Stopsick reingegangen, oder? Ist der abgehauen oder mein Stopsick rein? Nee, irgendjemand ist in meinen Stopsick rein. Stopp mal, Alter. Stopstick. Wieso heißt das nicht aber Nagelband? Mein Gott. Nee, Stopstick. Irgendjemand ist in meinen Stopsick reingefahren. Okay. Ich habe gedacht, der ist gelieft, weil das Geräusch erklingt, ne? Wenn man ja Punkte bekommt und XP, dann kommt ja immer so ein Geräusch. Und daran kann man ja am meisten mal erkennen, ob einer direkt abgehauen ist. Und das müsste eigentlich nämlich gut XP geben für den, weil der wurde irgendwie sehr gesucht, ne? Waren sehr 30 nur? Hä, war der nicht irgendwie... Der hat doch irgendwie 5 gehabt, oder nicht? Der hat doch irgendwie 5 Sterne gehabt, oder ehe ich mich da, oder sowas? Ach, egal. Hauptsache, der ist im Knast, ja? Ja, das ist das Wichtigste. Und ich würde auch langsam sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir gehen eben zur Polizeistation, schauen eben an, wie viel Geld wir gemacht haben. Das würde mich auch noch interessieren. So, wir haben insgesamt 5130 Euro gemacht. Davon haben wir 214 XP verdient. Ja gut, wir haben 5 CP. Ja. Geschwindigkeitsvorstoß, Verstoß, so. Haben wir begangen und, ja gut, ist in Ordnung, ne? Schicht beenden. Wie immer, ich bin... Oh, der Arme, der wollte da gerade, der soll da gerade lang gehen und dann spawnt da mein Auto einfach vor ihn. Was ein Abschluss. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst gerne ein Like und noch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.